So, da sind wir wieder. Ah, was knabberst du denn auch an den toten Menschen? Oh, Mann, oh. Hm, Bauteile. Und das können wir auch schon abbauen. Nein. Nein. 75 Stück Schillerfleisch ist verdorben. Es ist immer noch 3 Grad plus. Machen wir mal noch eine hier hin. Der sollte es auf 21 Grad runterkühlen. Das schafft er wiederum. Das passt. Ach so, und vielleicht sollte ich neue Holzhackbefehle rausgeben. Ach, der ist schon gebaut worden. Vielleicht schafft das ja mit 2 Generatoren. Minusgrade, sehr schön. Ich setze den mal wieder auf 10. Ja, mit 2 kommt er drauf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Temperaturen, Lüftung wären Ideen. Verrücktes Tier. Was haben wir denn da? Ein Eichhörnchen des Todes. Okay. Das ist ja jetzt bedauerlich. Okay, ist ziemlich verletzt. Der Doc übrigens sollte das Gewehr nehmen. Ach, kein Träger. Geht mir auf den Sack mit dem Strom. So. Was macht denn der Doc? Isst einfach Mahlzeiten. Versagt Oki. Sehr schön. Unterbrochener Schlaf, der soll sich mal nicht so haben. Auch alles langsam, aber sicher. Theoretisch könnten wir auch schon die Doppelbetten in Auftrag geben. So. Ja, okay, alles wird gut. Wer war denn nochmal unser Putzer? Chaz. Chaz hat natürlich viel zu tun momentan.
Schon wieder? Ah, nur ist langsam genug. Kämpfer! Wir brauchen einen Nahkämpfer! Da hättest du doch mal draufschlagen können. Ja gut, dann noch nicht. Ist der doof? Gibt's ja wohl dich. Okay. Ist er tot? Ja. Ich glaube, es hackt. Na, da wird ja die Tür eingetreten. Essen haben wir genug. Jetzt sag mir nicht, dass das die beiden Ärzte sind. Natürlich liegen die beiden Ärzte im Bett. Campbell, kümmere dich mal um den Doc. Und danach kann sich der Doc um Campbell kümmern. Was mir da gerade einfällt, ist, dass wir eine Zone, eine Anbauzone machen können. Für Heilwurzeln. Auch wenn wir noch niemanden haben, der die bisher anbauen kann, wird das schon werden. Behandeln wir den mal kurz. Sehr schön. Da haben sie sich gegenseitig behandelt, jetzt können sie ausschlafen. Jemand von euch trägt die mal da weg. Ich möchte hier keine Leiche die ganze Zeit bei mir rumliegen haben. Das schlägt doch aus, ihr müht! Wir haben bestimmt keinen 8er Feldarbeiter, oder? Doch, wir haben einen. Schaas ist tatsächlich ein 8er Feldarbeiter. Oder Schaas. Wäre auch mal interessant, hier das wegzumachen und vernünftig was. Dein Ernst. Dein fucking Ernst. Immer dasselbe mit euch, Jungs. Das läuft doch. Also abgesehen davon, dass wir wirklich alle Nase lang überfallen werden. Finde ich, läuft's. Aber die haben hier nichts zu suchen. Meine Güte. Tone, Befehle, bauen, Strukturen da.
Ah, sehr schön. Dann habt ihr bald jeder sein Zimmer, das da unten wird. Keine Ahnung, was das wird. Vielleicht der Kommunikationsraum. Dann machen wir hier so ein Eckchen rein und dann kommt da die Kommunikationsanlage rein irgendwann. Aber, ja, ich wollte gerade sagen, das ist noch alles stetig. Das ist versorgt. Das auch. Finde ich hier gut. Sehr gut. Sehr gut. Dann können wir jetzt auch hier bauen. So. Dann schnell hier zu. Scherz, machen wir schnell die Holzwand fertig. Holz haben wir auch noch da, so ist nicht. Alles gut. Erfolg bereits, sehr schön. Weil der Doc möchte in seinem Zimmerchen pennen. Muss man hier unten noch zumachen, ne? Mach mal schnell die Wand fertig. Und dann ist es bald soweit. Leute. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber so langsam brauchen wir mehr Leute, die putzen. Aber wir haben einen Putzer. Aber Chess ist halt dauerbeschäftigt. Doc hingegen. Ist aber alles innen, ja? Ja. Noch, oh Gott. Wer bist du denn? Extrem hässlich bist du mit einem eisernen Willen. Aber du kannst Feuer löschen, das ist schon mal viel wert. Bettruhe auf alle Fälle, schalten auf alle Fälle. Aufsehen muss sie nicht. Tierpfleger muss sie nicht. Kochen kann sie auf der 3 lassen erstmal. Ich hätte Pistole mitgebracht, das ist schon mal schön. Das ist auch schön, dass sie Fernkampf wenigstens ein bisschen kann. Bauen finde ich gut. Feldarbeit kann sich noch verbessern. Vor allem, sie hat ja ein Feuerchen dafür. Aha. Ja. Genug zu tun wird sie auf alle finden. Aber alle Fälle finden, meine Güte. Doc erstmal hart am Putzen. Ja,
Einmal ein Schlückchen hier genehmigen. So. Ah, sehr schön. Dann können wir hier unten schon mal die beiden fertig machen. Und theoretisch... Nee, können wir noch nicht. Die Wände halt sind noch nicht alle so weit. Nee, noch nicht. Ja, sonst ist das hier nämlich noch in der Ecke. Und dann können wir das nicht weitermachen. Jetzt können wir hier. Das Cosmic da jetzt so hilft, finde ich gut. Wir haben jetzt eine Boomratte, yay. Yeah. Und eine Vorratskapsel. Oh, mit 16 Bauteilen ist das schön. Ganz viel Holz haben wir rumliegen. Das machen sie als letztes, ne? Dachte ich mir. Theoretisch könnten wir auch schon sagen, so viel Holz, wie wir gerade haben. Blitzsturm ist natürlich kacke. Ich hoffe, dass das nicht so lange anhält. Vorbei und nichts Schlimmes passiert, ne? Da oben, hier könnte es eng werden. Mal gucken. Vielleicht müssen wir nichts unternehmen. Wie viel Stahl haben wir noch? Ganz viel. Wenn sich das jetzt ausbreitet, habe ich keinen Bock, dass hier unten alles wegbrennt. Aber Campbell kann doch. Auf 6. Wer ist denn noch am Kochen? Wer ist noch Koch? Okay. Ganz selten. Cosme. Kann nur 4. Ja, die müssen das lernen. Da müssen sie halt mit ihren Lebensmittelvergiftungen umkönnen. Solange noch. Leute, das ist hier oben wichtig. Das meine ich jetzt nicht nur so gesagt haben wollen, gedöns bla, sondern so wirklich wichtig. Ich sehe das auch hier schon kommen. Hier kommen sie nicht rüber. Hier ist trauer Sandstein und so ein Scheiß. Es regnet. Ah, na Gott sei Dank. Dann könnt ihr euch jetzt die Zeit lassen, Leute.
Holz. Holz, sehr schön. Nee, halt, machen wir das abbrechen, machen wir das hier hin. Und dann machen wir die hier hin. Also ist das immer bei diesen Querstreben. Wir könnten uns einen Gulli-Gulli-Vogel holen. Oh je, ich sehe schon. Machen wir die Abfallzone mal etwas größer. Wir haben noch keine Verbrennungsanlage oder sowas. Das hat halt auch immer zu tun, ne? Sicherheitsstrukturen. Stahltür können wir ruhig hier reinmachen, damit unsere Leute hier durchkommen. Weil das ist ein weiblicher Truthahn. Wenn wir den zähmen und den männlichen Truthahn. Danke. Hier noch mehr weibliche Truthähne. Können ja alle von einem männlichen Truthahn schwanger werden. Böden, Holz. Hat schon Holzboden, habe ich gar nicht gesehen. Der macht schon. Ah, schön. Schön, dann können wir die beiden abreißen. Halt! Wir machen gleich mal den Essensraum. Wurde halt noch nicht abgerissen, ne? Campbell ist noch reichlich am Forschen. Ihr habt Zimmer, Leute. Da ist vielleicht noch Dreck drin, aber ihr könnt theoretisch schon drin schlafen. Ich mag ja dieses Sci-Fi-Western, diese ganze Atmosphäre und alles. Herrlich. Klingt schon so nach... Oh nein, männlich. Psychisches Brummen bei den Männern. Muss ja nicht sein. Diese Firefly-Atmosphäre, wollte ich sagen. Mag ich ja. Finde ich toll. Ich wollte gerade sagen, da können wir es ja überdachen, aber das machen die ja schon vollkommen automatisch. Ding hat's gemacht.
Okay, vielleicht ist der Raum etwas klein geworden. Machen wir hier noch einen, können wir einen Fernseher und einen Billardtisch und diverse Sachen rein. Und der Partygedönsbereich. Haben wir ganz schön Holz verbraucht, wa? Gut, dann müssen wir wohl wieder mal etwas Holz hacken. Und vielleicht eine Anbauzone für Eiche. Komm, Eiche. Dann haben wir hier unseren Aufenthaltsraum, wenn der dann ein bisschen größer ist, mit Billardtisch und allem drum und dran. So, wie wäre es denn, wenn wir... Das ist nicht euer Ernst. Das ist ein Elefant. Ein fucking Elefant. Ja, wir laufen jetzt im Kreis. Tötet ihn. Boah, wie viel Essen dieser Elefant jetzt bringen wird. Minus 10 Grad stehen klar? Ja. Sie schlachtet jetzt den Elefanten. Schön. Und das psychische Brummen hat aufgehört. Jazz, mach erstmal da hinten, bitte. Siehst du schon kommen? Ja, jetzt macht er die Wand. Aber das ist okay, dadurch, dass wir demnächst die hier wegmachen. Okay, jetzt haben alle ein Bett. Läuft. Zusammenbruchsrisiko leicht, das ist alles okay.
Der Bogen, der kann da ruhig verrotten. Arbeitsraum, Produktionsstätten. Da kommt der Steinmetz und sowas hin. Steinmetz, Bildhauer. Nähmaschine können wir theoretisch. Noch hier hin machen. In die Küche mit, finde ich, weil das Leder gleich hier verarbeitet wird, ist das ja vielleicht ganz sinnvoll. Das da in der Nähe zu haben. Strukturen, ne? Eher hier unten. Weil das Steinlager wird dann hier hinkommen. Mehr können wir dazu ja noch gar nicht bauen, ne? Genau. Die Forschung ist noch nicht fertig. Eine Vorratskapsel, lass es Holz sein. Weg ab. Ah, nee, 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 nee. Drogen. Wollen wir nicht. Das haben wir alles zu tun. Lass mal sie erstmal so ein bisschen die Sachen abarbeiten. Deswegen mache ich die Folge mal ein bisschen länger, weil sie hier jetzt einfach nur machen werden. Wenn da jetzt nichts Unterbrechendes kommt, lasse ich sie da einfach mal jetzt in Ruhe, weil sie haben genug zu tun. Obwohl. Eine kleine Sache. Ist vielleicht ganz gut, wenn wir noch einen davon haben. Passt das schon rein? Nee, ne? Nur noch zu wenig Stoffe. Ha! Wir haben noch keine Baumwollplantage. Ja, das wird schon. Alles mit der Zeit kommen. Das Camp Pearl ist männlich. Das heißt, die einzige Frau ist Cosme. Camperl hat gar keine... Doch, Camperl hat eine Waffe. Ist schießwütig. Wieso, wenn du schießwütig bist? Ist ein entsetzlicher Schütze, aber er liebt Waffen. Ja, okay, dann soll er sich mit seiner Keule rumvergnügen. Das ist okay. Wir haben einen Truthahn. Wir haben Tiere, das bedeutet für uns... Ich wollte eigentlich nichts machen, ne? Aber wenn wir Tiere haben, brauchen wir... dringend Heugras.
Steinmetztisch. Wie auch immer der Steinmetz bei uns ist, ich weiß es nicht. Ah, sehr schön. Grundlagen der Mikroelektronik haben wir. Wieso können wir Transportkapsel, Hightech-Labortisch? Da steht aber keine Verbindung. Oder sehe ich das gerade falsch? Die einzige Verbindung ist von Grundlagen der Mikroelektronik. Ah, benötigt Labortisch. Okay. Okay, ich verstehe. Ist keine Forschung, sondern... Erstmal die Geschütze. Chess? Hase wurde zahm, ist auch schön. Mach mal hier. Da brauchen wir nur mal kurz so den Hammer in die Richtung halten. Ja? Schon hat er das durch. Aber gut. Deswegen muss ich ihn noch kurz befehligen. Und genauso wie das kann ich auch schon machen. Obwohl. Mach mal nicht so nah an der Wand. Mach mal eher so. Dann können wir hier noch so Plümchen und so hinmachen. Und zweite Lichtquelle irgendwie hier hinten. So, jetzt aber. Genug für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Bis dahin. Ciao.